Die Leute gucken halt immer noch gerne weg. Wenn alle ein bisschen mehr hingucken würden, wäre es vielleicht ein bisschen besser, ja. Wenn die Eltern überfordert sind und die Kinder die ganze Zeit zu Hause sind, dass manche die Nerven verlieren und ihre Kinder schlagen und misshandeln, natürlich, klar. Mehr hinschauen, wie überall, weil wo die Gewalt stattfindet. Sich mehr trauen, mutig sein. Die Nerven verlieren. In der Inobhutnahmstelle Bornheim in Frankfurt nimmt Petra Eppinger-Arnold Mädchen zwischen 12 und 15 Jahren auf, wenn das eigene Zuhause keine sichere Zuflucht mehr ist. Gewalt, Vernachlässigung oder Freiheitsberaubung. Nur einige Beispiele der Leidensgeschichten. Es kommen Kinder, die haben einfach Probleme, weil ihre Eltern zu Hause zum Beispiel Suchtprobleme haben. Da gibt es eine Unterversorgung, also da werden die Kinder nicht mehr gut versorgt. Oder es gibt Eltern, die haben eine psychische Erkrankung. Da kann es dann auch dazu führen, dass Kinder einfach zu Hause leiden. Oder aber es gibt halt die Gewalt oder auch sexuelle Übergriffe. Also wir haben also eine ganze Palette an Ursachen oder Risikofaktoren, warum Kinder hier den Schutz brauchen. Gewalt, die eine Kinderseele vernarben lässt. In der Inobhutnahmstelle in städtischer Hand werden die Verletzungen sichtbar. Gewalt mit Kindern ist halt zerstörend. Also es bricht die Seele der Kinder. Es zerstört auch ihr Selbstbewusstsein. Also sie sind halt irgendwie, fühlen sich auch wertlos, hilflos, ohnmächtig. Zahlen aus dem Jahr 2020 zeigen eine Häufung der Gewalt gegen Kinder. 55.500 Kindeswohlgefährdungen gab es im Jahr 2020 in Deutschland. Ein weiterer Anstieg der Zahlen ist zu erwarten. Die Dunkelziffer bei Gewalttaten gegen Kinder ist groß, auch durch die fehlende schulische Betreuung. Diplompsychologin Anne-Katrin Strupp-Nassabi leitet eine Erziehungsberatungsstelle und sieht vermehrte Probleme durch den Distanzunterricht. Wir haben ja als ganz wichtige Schnittstelle die Schule, die Lehrkräfte vor Ort, die einfach im Moment weniger gut als sonst wahrnehmen können, wie geht es eigentlich den Kindern. Oder auch den Familien weniger Rückmeldung geben können, was sie für nötig halten oder ihnen dabei behilflich sein können, Hilfsangebote auf den Weg zu bringen. Die Spirale der Überforderung, Überlastung und Gewalt kann durchbrochen werden. Die Eltern, die hierher kommen, nehmen zum Beispiel wahr, dass sie gereizter sind, dass sie anders reagieren als sonst, dass sie geforderter sind und wollen das lösen, wollen daran etwas ändern. Nicht alle Eltern teilen dieses Problembewusstsein. In dieser Zeit ist es noch wichtiger für Familien, in einer Krise sich Hilfe zu holen, bevor es zu spät ist.